Weihnachten mitten im Sommer. Ihr habt die Möglichkeit zu testen, neues Material auszuprobieren, weil ihr die Chance habt, Material zu wechseln in diesem Jahr wieder. Gibt es neue Erkenntnisse? Ja, mit Sicherheit. Es ist auf jeden Fall eine tolle Idee, die hier geboren ist mit vom Skiverband und auch von den Ausrüstern, dass man hier die Möglichkeit hat, das Material zu testen, dass man sich auch mit den Firmen unterhält, was war gut, was war weniger gut im vergangenen Winter. Und es sind, denke ich mal, das ist eine gute Sache. Und durch das, dass ja alle zwei Jahre die Möglichkeit besteht, Material zu wechseln, kann man natürlich hier alle Firmen testen und kann sich jeder ein eigenes Bild machen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall ideal ist, bevor dann die neue Saison dann startet. Die Skihalle, idealer Ort vermutlich, weil wer kann schon im Juni oder im Mai tatsächlich auf Schnee testen? Fällt es dir schwer, als Athlet da jetzt wieder rauszugehen in die Kälte? Ja, es ist ungewohnt, weil wir haben jetzt doch alle Urlaub gehabt im April und dass du dann gleich zu Beginn der neuen Saison im Anfang Mai wieder auf Langlaufschienen stehst, ist ein bisschen ungewohnt und von dem her fällt natürlich jetzt das Laufen schon ein bisschen schwerer, als wenn du dann wieder richtig in Form bist. Mhm. Aber grundsätzlich, Training hat begonnen, bei dir alles soweit fit? Und alles fit und ich freue mich jetzt auf meine letzten beiden Jahre als Sportler und bin motiviert und greife jetzt wieder an.